Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich grüße dich ganz herzlich zu den spirituellen News und ganz besondere Folge heute, meine erste Mittwochsfolge. Normalerweise, kennt ihr es, bin ich immer sonntags in eurem Ohr und ich habe jetzt eine zweite Folge für den Mittwoch immer geplant und da sollst auch du zu Wort kommen. Ich möchte euch Geschichten erzählen von Menschen, die ich begleiten darf oder spannende Themen, die ich einfach entdeckt habe. Und heute, ja, geht's um dich. Um dich, um deinen Lebenstraum, um deinen Weg. Und ja, vielleicht hast du einen Traum in dir, einen Wunsch, eine Vision, eine, Inspiration. Und du würdest so gerne mehr aus deinem Leben machen wollen. Ja, und da möchte ich dich ermutigen, das doch einfach zu tun. Und ich weiß, es ist unglaublich schwer, vor allen Dingen, wenn man am Anfang steht und dann weiß man nicht, wie das alles gehen soll. Und dann mach dir mal erstmal gar keine Sorgen. Das Wie ergibt sich meistens auf dem Weg. Ja, so war es bei mir auf jeden Fall. Begonnen hat alles mit Kartenlegen, ja, mit eigentlich nicht mal damit. Es hat begonnen damit, dass ich ein kleines Mädchen an der Hand hatte, 5 Jahre alt. Ich hatte mich gerade von dem Vater unserer Tochter getrennt und ich war unglaublich hilflos. Und das, was das Leben mir so anbot an Arbeitsstellen und ja, dann hatte ich aber noch das kleine Mädchen, das wollte ich auch nicht in den Hort schicken, also in den Kinderhort schicken. Und irgendwie hat mir das ganze System so vorne und hinten nicht gefallen und ich wusste, da muss es mehr geben. Ich wusste aber nicht was. Und ich wusste nicht, wie. Und dann bin ich über eine Annonce gestolpert. Kartenlegerin am Telefon gesucht. Wow. Habe ich gedacht, das ist es. Das ist genau das. Das ist ein Zeichen. Ja, die habe ich dann erstmal so ein bisschen drumherum geschlichen. Und dann habe ich die aber noch ein paar Mal öfter gesehen. Und dann bin ich einfach zugegriffen. Und das war ein ganz verrückter Start. Und ja, so Menschen, die mich gut kannten, die haben dann da auch schon mal gerne drüber gelächelt. Aber das war etwas, was ich konnte. Ich wusste, ich kann Karten legen. Das Tarot, das lag mir im Blut. Das habe ich schon als kleines Mädchen gelernt von meiner spanischen Großmutter. Aber da erzähle ich euch mal an anderer Stelle was drüber. Wichtig ist, ich habe etwas gefunden, was mir Freiheit gab. Ich konnte arbeiten, wann ich wollte. Ich konnte die Termine so legen, wie ich das wollte. Und das habe ich natürlich am besten gemacht, wenn mein kleines Mädchen geschlafen hat. Und damit wusste ich, kann ich mir erst einmal so ein bisschen mein finanzielles Polster aufpäppeln, um uns einfach gut über die Runden zu bringen. Und daraus ist ein unglaublicher Erfolgsweg entstanden. Aber das war mir ja zu Anfang noch gar nicht so klar. Ich bin dran geblieben. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, Menschen zu helfen. Ja, die Tarotkarten zu lesen, die Menschen zu verblüffen, was in ihrem Leben schon passiert ist und denen dann noch zu erzählen, wie es weitergeht. Und vor allen Dingen, das zeichnet eben meine Beratung aus, den Hilfestellung zu geben, wie sie am allerbesten vorgehen, um ihre Ziele zu erreichen. Also wenn du magst, ne, können wir uns auch gerne mal übers Kartenlegen treffen, wir beide, du und ich, am Telefon, ganz entspannt. Ja, aber damit hörte es ja nicht auf. Ja, ich habe noch die Energiearbeit dazu genommen, Chakra-Ausgleich, die Chakrenarbeit, unglaublich spannend und habe damit auch vielen Menschen helfen können. Und mittlerweile, ne, bin seit 17 Jahren hauptberuflich im Bereich der Spiritualität tätig, haben sich so viele tolle Dinge dazu ergeben und ich mach einfach das, was mir Freude macht. Und dazu möchte ich dich eben einfach inspirieren. Einfach anzufangen. Einfach anzufangen. Egal, ob du gerne malst und sagst, Mensch, damit würde ich gerne mein Geld verdienen. Oder vielleicht fotografierst du toll. Oder bist eine tolle Floristin und würdest am liebsten, ja, einfach deine Kreativität dort ausdrücken. Oder was auch immer dein innerer Ruf ist. Folge ihm. Denn wenn wir einen inneren Ruf haben, eine Vision von einem Leben, dann haben wir die nur, weil dieses Leben auch für uns so gedacht ist, weil wir das erreichen können. Und damals gab es noch nicht die Persönlichkeitsentwicklung. Da wusste ich noch nicht, dass man sich ein Ziel setzen sollte und dranbleiben sollte. Ich habe es einfach gemacht. Gott sei Dank. Heute weiß man das. Und trotzdem gibt es noch so viele Menschen, die sich immer noch nicht trauen. Ich erlebe immer wieder auf meinen Seminaren großartige Menschen, die ja schon mal wenigstens den ersten Schritt gehen und sagen, ich will mein Leben so gestalten, wie es mir vorschwebt, selbst wenn ich noch nicht genau weiß, wie das aussehen soll. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Und dann erarbeiten wir natürlich das Wie. Also ich bringe die Teilnehmer natürlich erstmal aus ihrer Angst raus, aus ihrer Komfortzone raus und dann rein ins Tun. Wir finden ganz klar heraus, was sind die richtigen Wege und dann geht's ab durch die Decke. Und wo auch immer du deine Inspiration herbekommst,
hol sie dir. Inspiration ist unglaublich wichtig. Achte darauf, mit wem du Kontakt hast. Achte darauf, ob die Menschen dich bestärken oder ob sie dich runterziehen. Und hol dir Wissen und Inspiration, wo auch immer es geht. Ja, Wissen heutzutage, kostenlos, überall. Ja, das Internet ist voll. Saug alles auf wie ein Schwamm. Bleib auf deinem Weg. Bleib an der Vervollständigung deines Traums. Und das geht natürlich über Inspiration und über Wissen. Bilde dich weiter. Hol dir Input ohne Ende. Ja, das bringt dich nach vorne. Und das ist die beste Investition in dein Leben. Wenn wir in uns selbst, in unser Wissen investieren, das kann uns niemals jemand nehmen. Und der Mut, der kommt Stück für Stück. Ich kenne eine großartige Frau, die Sandra Fehrenberg, die habe ich ganz zu Anfang in ihren Anfängen noch begleiten dürfen und tue ich es auch übrigens heute noch und da bin ich auch sehr dankbar und ich bin unglaublich stolz zu sehen, wie unglaublich großartig sie sich entwickelt hat. Anfangs auch in kleinen Schritten und dann einfach mal die Kamera rausgeholt und YouTube-Videos gedreht und einfach ihren Weg verfolgt. Ihren Hauptjob hat sie beibehalten. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn noch ausübt oder ob sie mittlerweile ausschließlich spirituell arbeitet. Aber sie lebt einfach ihren Traum. Und das einfach aus dem Stand heraus. Einfach machen. Ja, und dass der Knoten bei ihr geplatzt ist, da durfte ich zum Beispiel auch dran teilhaben und an vielen kleinen, schönen Entwicklungsschritten. Und das macht mich unglaublich glücklich. Das ist auch ja so der Dank meiner Arbeit, zu sehen, wie sich die Menschen entwickeln, dabei zu sein. Und ja, einfach zu spüren, sie bleiben gerne so an meiner Seite, weil sie davon profitieren. Ja, und die Sandra Fehrenberg, die kann hier eigentlich in diesem Podcast auch selbst ruhig mal zu Wort kommen. Sie hat mir nämlich eine ganz, ganz tolle Sprachnachricht geschickt. Und die möchte ich jetzt dir einfach mal vorspielen. Hör sie dir einfach mal an und lass dich inspirieren. Hallo, hier spricht Sandra Fehrenberg und ich möchte jetzt auch ein Feedback abgeben. Ich begleite Linda jetzt schon einige Jahre oder Linda begleitet mich, wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Ich habe Linda kennengelernt über die persönliche Beratung, ja, unter anderem eben auch in Form eines Chakrenausgleichs. Ja, das hat mich einfach überzeugt, ja. Da hat sich schon so viel gelöst für mich damals und das ist ja jetzt schon einige Jahre her, aber das war so der Anfang. Ja, und was soll ich sagen, seitdem gönne ich mir einfach, wann immer ich eben Zeit und Raum finde, Linda-Time, ja. Und warum? Weil sie mich unglaublich inspiriert, ja. Das ist so wertvoll. Ich kann das immer nur wieder sagen, ja. Ich habe ihre Seminare mittlerweile besuchen dürfen und das ist wirklich ein Riesenknoten, der geplatzt ist, ja. Das ist so viel Erkenntnis und ich bin seitdem wirklich auf meinem Weg und das Home gehört auch oder ist ein fester Bestandteil meines Lebens, ja, weil ich da einfach extrem viele Impulse und Wissen für mich und mein spirituellen Wachstum erhalte und die Produkte, die Linda entwirft, ja, das ist einfach energetisch so hochwertig, ja, das ist ich arbeite selber eben in diesem Bereich und nutze die Produkte unglaublich gerne für mich, aber auch für meine Klienten. Und man bekommt natürlich auch da wieder Bestätigung. Es ist sehr, sehr wertvoll. Und was ich an Linda einfach schätze, ja, das ist ihre ehrliche, ihre offene, aber vor allem ihre absolut herzliche Art. Ja, das ist so wertvoll. Und ich bin sehr, sehr dankbar, ja, dass ich, zufällig, also das gibt's ja eigentlich nicht, das fällt zu, was fällig ist, aber dass ich auf Linda getroffen bin und es ist einfach eine Bereicherung. Ja, es hat mich wirklich vorwärts gebracht, das kann ich ganz klar so sagen. Und ich genieße das sehr. Sie hat einfach ein unglaubliches Wissen, was sie teilt und es wirkt für mich immer wie ein Energiebooster, ja, das ist wirklich so Motivation pur und es ist nicht nur so auf den Weg bringen, sondern auch so dieses Bestärken, dran zu bleiben, ja, auch wenn Zeiten auch mal nicht so rosig sind, sehr, sehr wertvoll und es passt einfach alles und an der Stelle möchte ich wirklich sagen, danke Linda für dein Sein und ich freue mich auf alles, was da noch kommt und vor allem auch, ja, dass ich das in Begleitung oder mit deiner Begleitung erleben darf und dass du das einfach auch so alles anbietest und
ja, ich freue mich auf meinen Weg. Ich danke dir. Ja, und wenn du die großartige Sandra mal kennenlernen möchtest, dann schau unbedingt in die Shownotes, denn dort schicke ich dir oder packe ich dir ihren Facebook-Link rein. Dann kannst du mal gucken, was sie so macht. Und das ist wirklich spannend, was sie tut. Also guck's dir an, lass dich einfach auch mal von ihr inspirieren. Ja, ich hoffe, dass dich das so ein bisschen aufrütteln konnte. Und wenn du noch so um deinen Lebenstraum rumschleichst, wie die Katze um den heißen Brei und immer so auf den richtigen Augenblick wartest, dann möchte ich dich einfach inspirieren. Fang doch einfach an. Weißt du, wir wissen manchmal Dinge, die andere nicht wissen. Und das reicht oft schon. Du musst nicht alles wissen. Und wenn du mal was nicht weißt, dann kannst du sagen, Mensch, weiß ich gerade nicht, aber ich werde mich informieren und ich gebe dir Bescheid. Ja, wenn wir einfach nur den kleinen Vorsprung nutzen, den wir denjenigen gegenüber haben, die unseren Rat suchen, dann ist dem Ratsuchenden komplett geholfen und der ist glücklich und dankbar. Also, warte nicht so lange, schieb's nicht ewig vor dir her. Ne? Einfach loslegen, das sind Dinge, die unser Leben lebenswert machen, wenn wir uns trauen, unseren Weg zu gehen. Ja, und wenn dein Traum eine Weltreise ist, dann mach sie einfach. Aber vergiss nicht, mir eine Postkarte zu schicken. So, als Dankeschön für die Inspiration, wenn dir das jetzt den Kick gibt. Oder was auch immer. Lass uns in Kontakt bleiben. Und wenn dich dieser Podcast inspiriert oder du vielleicht schon anderweitig mit mir in Kontakt gekommen bist und sagst, Mensch, das mit der Sprachnachricht von der Sandra, das fand ich richtig klasse, dann schick mir doch auch mal eine Sprachnachricht und dann wirst du meine Gaststimme hier in diesem Podcast. Also, alle Informationen, die du brauchst, findest du unten in den Shownotes. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Von Herzen das Allerschönste für dich.